So, guten Morgen. Guten Morgen. And today we continuing with the foundations of mindfulness into the third foundation. Heute Morgen fahren wir mit dem Praktizieren der Grundlagen der Achtsamkeit fort und kommen zur dritten Grundlage. We could perhaps simply say it's the foundation of the various mind states of thoughts and emotions. Und wir können einfach sagen, es ist die Grundlage der verschiedenen Geisteszustände, der Gedanken und Emotionen. And so, as we know, we've begun with the mindfulness of the body, with the breath, with postures, with activities. Wir haben mit der Achtsamkeit des Körpers begonnen, dem Atem, der Körperhaltung, den verschiedenen Aktivitäten. And expanding, of course, the mindfulness of the body to different senses, such as sounds, sensations, other senses. Und wir haben die Achtsamkeit auf den Körper ausgeweitet und die verschiedenen Sinne wie Geräusche und Körperempfindung und die anderen Sinnesorgane mit einbezogen. And then expanding to the different feeling tones, these gut feelings. Und dann haben wir den Fokus erweitert und die verschiedenen Gefühlsfärbungen, Gefühlsregungen, diese Bauchgefühle mit einbezogen. And these gut feelings are like impressions that, of course, help feed into more sophisticated, more developed thoughts and emotions. Und diese Bauchgefühle sind so wie erste Eindrücke, die sich dann in Gedanken und Emotionen höher weiterentwickeln. And so it's quite extraordinary when you look at these three foundations. Es ist wirklich erstaunlich außergewöhnlich, wenn du dir diese drei Grundlagen betrachtest. It's really covering the whole dimensionality of what it is to be a human being. Es umfasst die gesamte Dimension, die es heißt, ein Mensch zu sein. There's the body and its senses. Da gibt es den Körper und seine Sinne. There's the different feeling tones that interpret through the senses, whether it's pleasant, unpleasant or neutral. Dann gibt es die verschiedenen Gefühlsfärbungen, die das, was durch die Sinne eintritt, interpretieren und auslegen als angenehm, unangenehm oder neutral. Then from this impression, it goes into further abilities of thoughts and emotions, how they're all so interrelated and connected. Und dann von diesen Gefühlsregungen geht es weiter und entwickelt sich weiter in Emotionen und Gedanken. And so today we're going to shine the flashlight, if you will, into being aware of the different states of mind. Heute kann man sagen, leuchten wir mit der Taschenlampe auf die verschiedenen Emotionen und Gedanken, die Geisteszustände. So sometimes it's called states of mind, sometimes it's called mind states. Manchmal heißt es Geisteszustände, manchmal heißt es Zustände des Geistes. And what I mean when I say those words Und wenn ich diese Worte sage, meine ich damit das Folgende. is a catch-all category of all thoughts and emotions. Es ist so ein Überbegriff, der alle Gedanken und Emotionen umfasst. So when I'm suggesting different awareness to mind states, Und wenn ich also vorschlage, dass wir unser Gewahrsein, unsere Aufmerksamkeit auf Geisteszustände richten, it means bringing awareness to the various thoughts and emotions that come and go. Heißt das, es ist die Einladung, deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit auf all die verschiedenen Gedanken und Emotionen zu richten, die kommen und gehen. And from Buddhist psychology, we cannot stop the mind from thinking. Laut der buddhistischen Psychologie können wir nicht machen, dass der Geist aufhört zu denken. Because this is just what the mind's function is to do, is to think, to analyze and so forth. Denn das ist die Funktion des Geistes, des Verstandes, zu denken, zu analysieren und so weiter. Just like the nose is designed to smell, and the tongue to taste, and the ears to hear, the eyes to see, the body to feel.
Genauso wie die Nase so ausgerichtet ist, dass sie riechen kann, die Ohren die Funktion haben zu hören, die Augen zu sehen, die Zunge zu schmecken und die Haut der Körper zu spüren. Schmecken. What's the schmecken mean? Taste. Taste. I like that. And mind thinks and has emotions. It's just what it does. It's part of the hardware. Der Geist, der Verstand denkt und erfährt Emotionen. Das ist einfach Teil seines Aufbaus. So we look at hardware and software. Und wenn wir dazu Bezug nehmen als Hardware und Software, the mind's function is to think and have emotions. Dann ist die Funktion des Geistes, des Verstandes, einfach zu denken und Emotionen zu haben. And the software is all the contents of these thoughts and emotions. Und die Software ist der ganze Inhalt dieser Gedanken und Emotionen. And in the practice of being mindful of the mind states, und in unserer Praxis, in der wir achtsam sind gegenüber den Geisteszuständen, bringing awareness to directly experience the ever-changing nature of the states of mind. Bringen wir unsere Achtsamkeit, unser Gewahrsein in das direkte Erfahren der sich immer wandelnden Natur dieser Zustände in unserem Geist. This is not to think about your thoughts. Dabei geht es nicht darum, über deine Gedanken nachzudenken, or to analyze the thoughts, sie zu analysieren, but kind of step back and watch your thoughts. It's not about that. It's not about that. Yeah. Oder aber so wie so rauszutreten und die Gedanken zu beobachten. But it's about in real experience, in real moment-to-moment experience, to experience these changing states of mind. Sondern es geht vielmehr darum, in der Erfahrung an sich im jeweiligen Moment diese Zustände zu erfahren. Because the main point here is to experience how thoughts and emotions change. Denn es geht darum zu erfahren, wie Gedanken und Emotionen sich verändern und wandeln. So just experience them. No need to try to observe them or watch them. Du musst sie einfach nur erfahren und es bedarf nicht dessen, dass du sie beobachtest oder ihnen zuschaust. In my experience, sometimes we use the language "watch your thoughts," be my, the observing of your mind states. But so many people have a very difficult time. How do I do that? Und es wird häufig eine Sprache verwendet, die vorschlägt, beobachte deine Gedanken. Aber viele Menschen haben Schwierigkeiten damit. Wie soll ich das denn tun? So there's no need to try to even watch or observe. Just experience. The thoughts come. And they go. Just experience. Also es bedarf es nicht, dass du sie beobachtest, sondern du kannst sie einfach erfahren. Erfahren, wie sie aufkommen, erfahren, wie sie vergehen. So we'll do an experiment. Experimentiere damit. We'll begin to just sit here and just experience how thoughts come and go. Lasst uns einfach hier sitzen und erfahren, wie Gedanken aufkommen und vergehen. Beginning now. Fange jetzt an. So just about a minute has passed since I last spoke. Ich vermute, dass ungefähr eine Minute vergangen ist, seit ich das letzte Wort gesprochen habe. And you probably couldn't even have counted how many different states of mind have come and gone in this last minute. Und wahrscheinlich hast du gar nicht zählen können, wie viele unterschiedliche Geisteszustände aufgekommen sind und wieder vergangen sind in dieser Zeit.
So continuing just to experience, don't have to try to put any effort to watch, just experience this changing nature of the different states of mind, as thoughts, emotions. Und dann fahre damit fort, diese unterschiedlichen Geisteszustände zu erfahren. Du musst keine Energie da reinstecken, sie beobachten zu wollen, sondern erfahre einfach, wie diese unterschiedlichen Gedanken und Emotionen aufkommen und vergehen. There'll be times where you will go off into stories and so forth, and when you become aware again, just acknowledge different states of mind coming and going. Und es wird Momente geben, wo du dich direkt schon in eine Geschichte hinein verstrickt hast, und wenn dir das auffällt, dann erkenne dies einfach an und nimm innerlich Notiz davon. Das sind alles unterschiedliche Geisteszustände. So if at any point you're feeling a little bit confused or lost, und wenn du dich irgendwann ein bisschen durcheinander oder verloren fühlst, you're welcome to come back to the breath or sounds or sensations, another object, just as a way to begin to steady the mind and the body. Dann bist du eingeladen, deine Aufmerksamkeit wieder auf den Atem zu richten oder auch auf das Hören oder die Körperempfindung, ein anderes Meditationsobjekt, um deine Aufmerksamkeit wieder auf den Körper zu bringen und dort zu stabilisieren. And when you're beginning to feel somewhat steady again, opening up this awareness to experiencing this changing nature of mind state, so we're shining the light to, just as we've shined it on the breath and feeling tones, now states of mind. Und wenn du dann den Eindruck hast, du bist wieder gesammelter, dann kannst du deine Aufmerksamkeit wieder auf die Geisteszustände richten. Genauso wie du vorher deine Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet hast und wir das auch gemeinsam praktiziert haben und ebenso unsere Aufmerksamkeit gestern auf den Gefühlsfärbungen hatten, richte deine Aufmerksamkeit heute auf die Geisteszustände und die ständig wandelnde Natur ihrer. One of the areas that we point to in Vipassana or insight meditation is the impermanent nature of things. Das, worauf wir im Vipassana hinweisen, ist die sich ständig verändernde Natur aller Dinge, die Vergänglichkeit. Beginnings and endings. Anfänge und Ende, Enden. We brought our awareness to the breath and different objects in the body as they come and go. Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf den Atem und verschiedenen Objekten innerhalb unseres Körpers gerichtet, wie sie aufkommen und vergehen. We brought our awareness to the various feeling tones that are ever changing and permanent. Und ebenso haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gefühlsfärbungen und Gefühlsregungen gelegt, die auch vergänglich sind, aufkommen und wieder vergehen. And now expanding into the states of mind and revealing the ever-changing, ephemeral, impermanent nature of these states of mind. Und jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Geisteszustände und entdecken auch dort die sich ständig wandelnde und vergängliche Natur ihrer. Being present. Sei gegenwärtig. Just allowing experience unfold from one moment into the next. Und lasse einfach geschehen, wie sich die Erfahrung entfaltet von einem Moment zum nächsten.
So many different states of mind, thoughts and emotions ever changing. So viele unterschiedliche Geisteszustände, Gedanken und Emotionen, die sich ständig verändern. This is to be experienced. Dies soll erfahren werden. And to be fully comprehended, to be known. Und vollständig verstanden. These states of mind impermanent. Diese Geisteszustände vergänglich. So I'd like to just end reading a poem called Allow by Dana Faltz. Dann möchte ich abschließen damit, dass ich ein Gedicht lese, Zulassen von Dana Faltz. I think I'll just read it through. So there's no controlling life. Try corralling a lightning bolt, or try to contain a tornado. Dam a stream and it will create a new channel. Resist and the tides will sweep you off your feet. Allow, and grace will carry you to higher ground. The only safety lies in letting it all in, the wild and the weak, fear, fantasies, failures, and success. When loss rips off the doors of the heart, or sadness veils your vision with despair, the practice becomes to simply bear the truth. And in the choice to let go of your known way of being, the whole world is revealed to your new eyes. Resist, and the tides will sweep you off your feet. Allow, and grace will carry you to higher ground. Das Leben kontrollieren gibt es nicht. Versuche einen Blitz einzufangen, einen Tornado zu begrenzen. Staue einen Fluss und er wird sich einen neuen Lauf suchen. Widerstrebe und die Strömung wird dich mitreißen. Lasse zu und Gnade wird dich in höhere Gefilde tragen. Die einzige Sicherheit besteht darin, alles zuzulassen, das Wilde und das Schwache. Angst, Fantasien, Fehlschläge und Erfolg. Wenn Verlust die Türen deines Herzens aufreißt oder Trauer deine Sicht mit Hoffnungslosigkeit verschleiert, wird das schlichte Aushalten der Wahrheit zur Praxis. Mit dieser Entscheidung, den gewohnten Weg zu sein, zu verlassen, wird deinen neuen Augen die ganze Welt offenbar. Widerstrebe, und die Strömung wird dich mitreißen. Lasse zu, und Gnade wird dich in höhere Gefilde tragen. Resist and the tides will sweep you off your feet. Allow and grace will carry you to higher ground. Widerstrebe, und die Strömung wird dich mitreißen. Lasse zu, und Gnade wird dich in höhere Gefilde tragen. So the quality of allowing, giving space to whatever is here to be known. Diese Qualität des Zulassens und dem, was sich zeigte, Raum zu geben, um darum zu wissen. To be understood. Es zu verstehen. To experience its changing nature.
und seine sich immerwährende Natur des Wandels zu verstehen.